und herzlich willkommen bei mir in der Hobby-Ecke. Und ich habe ja gesagt, dass ich mal ein Video mache, wenn ihr möchtet, über das Dampfen. Erstmal möchte ich vorweg sagen, das ist meine persönliche Meinung. Ich mache hier jetzt mal keine Werbung für irgendwelchen Firmen. Ist nur die rechtliche Sache, die ich da ansprechen möchte. Ja, wie bin ich zum Dampfen gekommen? Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, über meinen Arbeitskollegen. Und wie gesagt, ich hatte immer gedacht, weil die Medien immer sagten, ja, hier Asthma und was weiß ich nicht alles und man wird davon krank und so eine Sachen, ist nicht wahr. Also ich habe jetzt am 24. November 2016 aufgehört mit Rauchen. Also hat mir die, ist die Bestellung angekommen. Zuerst habe ich mir den Joytech E-Grip 2 bestellt und habe erstmal angefangen zu dampfen, um zu gucken, ob mir das passt vom Rauchen her oder vom Dampfen her, besser gesagt. Und hatte an diesem Tag, also war dann ein Freitag, wo ich dann freitags halt mir 10 Zigaretten mit eingepackt, dachte, dann nimmst du mal die sicherheitshalber mit. Hatte nicht eine geraucht, außer früh morgens, dann Samstag und Montag nochmal früh morgens und abends nochmal eine Zigarette geraucht. Seitdem bis heute nicht eine Zigarette mehr, möchte ich auch nicht mehr. Mir schmecken die Zigaretten auch nicht mehr. Bin mit den Dampfen wirklich wunderbar zurechtgekommen und habe mir gedacht, ja, okay, da ich ja die E-Grip 2 nur hatte, hatte ich auch nur die Wahl, entweder nimmst du nur Tabak mit oder die, oder machst da, wie soll ich sagen, jetzt irgendwas Fruchtiges drin. Das war mir aber nichts. Und dann habe ich mir noch die Joytech Ego Mega Twist Plus bestellt. Mit der rauche ich oder dampfe ich ausschließlich nur Fruchtsachen. Also was heißt Fruchtsachen? Ich selber für mich nehme nur Erdbeere, weil das schmeckt mir am besten. Und wer dazu mehr wissen möchte, wo ich das bestellt habe, der kann mir bitte privat anschreiben bei YouTube. Ich antworte natürlich auch privat, weil öffentlich möchte ich das nicht machen, wo ich das bestellt habe, weil ich bekomme da kein Geld für und möchte dafür auch möchte da auch keinen Ärger bekommen von den ganzen Rechtsanwälten, die jetzt wieder unterwegs sind, zwecks Abmahnung schreiben und so eine Sache. Und deswegen sage ich jetzt meine persönliche Meinung, das Dampfen hat mir echt geholfen, darüber hinwegzukommen. Ich bin jetzt von 20 Milligramm Nikotin runter auf 15 und das Erdbeere habe ich sogar auf 5 Milligramm. Ich will, wie gesagt, immer langsam weiter runter, bis ich auf 0 bin und dann hoffe ich auch, dass ich aufhöre zu dampfen. Vielleicht dampfe ich auch weiter, ich weiß es nicht, weil der Geschmack ist wirklich geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist meine Sache so, die ich so empfinde. Was noch mehr positiv ist, ich bekomme besser Luft, weil ich habe vorher 50 Zigaretten am Tag geraucht, wenn es mal reicht manchmal, waren sogar mehr. Bekomme besser Luft, mir geht es besser, schmeckt ein bisschen mehr und ist schon nach einem Monat. Und ja, was gibt es jetzt noch zu sagen? Was habe ich für Coils drin? Coils, also die Verbrennerköpfe, habe ich drin die Clapton Coils 1,5 Ohm, also für Mund und dann, also Backedampfen sagt man, also Backedampfen gefällt mir eigentlich auch nicht so. Deswegen sage ich Mund zur Lunge, also erst Mund und dann in der Lunge. Und wieder ausatmen. Ja, preismäßig liegen sie beide bei 64 Euro. Die Coils kosten sind 5 Stück 9,95 Euro waren das, glaube ich, gewesen. Genau, 9,95 Euro. Ja, was gibt es jetzt noch dazu zu sagen? Das Dampfen macht einfach mehr Spaß. Also, selbst im Restaurant bei mir, in meinem Lieblingsrestaurant bei den Griechen, darf ich drinnen rauchen, also dampfen, besser gesagt. Und ich finde es genial. Und ja, manche sind gehen auf Sub-Ohm. Sub-Ohm heißt alles, was unter 1 Ohm ist, direkt auf Lunge zu rauchen, und um möglichst viel Dampf zu haben. Aber mir geht es hier nicht um den Dampf, sondern wirklich um das Aufhören vom Rauchen, dass ich von den Zigaretten wegkomme. Und dafür ist dieses
sind diese Geräte genau richtig? Ja, welche Fehler habe ich zuerst gemacht? Die ersten Fehler war, als ich dieses Gerät hier hatte, habe es bekommen, habe es ausgepackt, gleich Liquid drin, ein Coil rein und erstmal gleich zack. Natürlich war das Gerät nicht eingestellt, war auf allerhöchste, was überhaupt geht, und ja, habe mir bald weggeschmissen vor Husten, weil es doch extrem hart war. Und ja, dachte, das kann ich mal hin und her trainiert und dann ja, ein paar Videos auf YouTube angeguckt. Da kann ich euch auch einen schönen Channel empfehlen. Und zwar heißt dieser Channel Liquid Himmel. Der erklärt auch, wie man als Anfänger anfangen sollte zu dampfen und was Suboben und ist oder traditionelles Dampfen. Und da habe ich mir ein paar Videos von angeguckt und muss sagen, der Mensch, der hat wirklich Ahnung, der weiß, von was er da redet. Und seitdem einwandfrei. Also ich habe letztens den Coil erst nach 2 Wochen hier, also 2 Wochen hält den Coil, nach 2 Wochen halt hier gewechselt. Und wenn ich mir das dann auf Zigaretten hochrechne, überhaupt alleine in der Zeit, wo ich jetzt nicht rauche, was wir da an Zigaretten, also an Tabakgeld, weil ich ja noch nicht gestopft habe, gespart haben, ist echt der Wahnsinn. Also da muss ich ehrlich sagen, das ist wirklich eine Alternative, wo ich sage, man kann damit aufhören. Allerdings habe ich nicht angefangen hier wie andere Leute mit diese Stifte da oder sowas. Ich wollte mir jemand richtet haben. Wie gesagt, ich bin darüber durch meinen Arbeitskollegen darauf gekommen. Der hatte da 2 Stück mit bei. Und er sagte auch, wirst nicht lange bei ihm bleiben, du wirst dann einen 2. bestellen. Und ja, wie man sieht, habe ich jetzt schon den 2. Und ja, bin echt zufrieden mit die. Beide süffen überhaupt nicht, also der nicht und der Megatwist auch nicht. Also die habe ich ja ständig mit bei, oben in der Jackentasche, und dann liegt der dann mal oder was weiß ich auch immer. Absolut nicht. Den rauche ich hier, oder dampfe ich besser gesagt, ich rauche ja nicht. Mal gucken, ob man halt sieht. Stell mal scharf. Ja, auf 13 Watt. Power heißt Watt. Und den dampfe ich hier bei, muss ich mal kurz gucken. Ja, ich denke mal, werden so 15. Ne, Quatsch. Das sind hier 20. Ich sag mal, vielleicht bei 17, 18 Watt. Kann man das erkennen? Nee, ne? Mal kurz. Da scharf stellt. Da. So. Und ja, muss echt sagen, bin echt angenehm überrascht, dass es so schnell geholfen hat. Und kann nur wirklich jedem empfehlen, wenn er aufhören will zu rauchen, kauft euch von Vernünftiert. Guckt euch die Videos an auf YouTube von Liquid Himmel. Darauf kann ich nur sagen, guckt euch die Videos mal an, also hinweisen. Ja, nun habe ich doch ein bisschen Werbung gemacht für die Geräte, aber wie gesagt, man muss ja irgendwas sagen, was man da hat für ein Gerät, damit man so einigermaßen weiß, wovon man da redet. Gerade für Neuansteiger, die gerade überlegen, aufhören zu wollen. Wie gesagt, zum Aufhören bin ich der Meinung, für mich ist es 1,5 Ohm, die gehen von 8 bis 20 Watt, das reicht vollkommen aus. Wie gesagt, ich bin hier bei 13 Watt jetzt, bei dem hier, und bei dem bin ich gesagt bei 18 ungefähr circa. Und man muss wirklich bei die Geräte, ich habe hier auch 13 ungefähr eingestellt gehabt, also hier ist ja nicht so direkt wie bei dem hier. Man muss wirklich erstmal von unten anfangen, man guckt auf den Coil, okay, ab bei 20 Watt geht's los, und dann schraubt man langsam höher, von dort an fängt man an, dann schraubt man langsam höher und guckt, wo schmeckt es ihm am besten. Und wie gesagt, bei mir ist bei dem Gerät bei 13 Watt und bei dem ist bei 18 Watt. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber finde ich auch nicht weiter schlimm. Beide Coils halten 14 Tage und ja, das Liquid, wie gesagt, da will ich jetzt auch eine Scheu dazu sagen. Wo ich, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ich antworte euch privat, denn ihr müsst natürlich freigeschalten haben, damit man euch das auch antworten kann. Wo ich das kaufe, da gebe ich euch einen Link von der Seite. Die sind sehr gut.
sind auch schnell mit der Lieferung. Und ja, preismäßig müsst ihr da auch gucken. Wie gesagt, kann aber jedenfalls nur jedem empfehlen, ein Gerät, wo man die Wattzahl einstellen kann. Hier kann man auch nur ein bisschen mehr einstellen, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Ich wollte jetzt eigentlich nur mal so zeigen oder sagen, wie ich das jetzt hier handhabe und wie ich dampfe. So, das war erstmal ein Dampfervideo von meiner Seite aus. Jetzt war nicht richtig Dampfervideo, aber wie ich dazu gekommen bin und wie es mir jetzt so weitergeht. Wenn ihr mehr sehen wollt oder mehr wissen wollt, dann schreibt bitte in die Kommentare. Und ich sag mal, bis denn dann. Tschüss!